Sie stürzen bis zu 20 Meter in die Tiefe und sehen aus wie überdimensionierte Zigarren. Die Freifallrettungsboote der Werft Peter Hattecke sind auf den Weltmeeren zu Hause und retten Leben. Bereits in der vierten Generation baut die Familienwerft an der Elbe in Drochtersen Boote. Auf dem 150.000 Quadratmeter großen Firmengelände werden jährlich 500 Boote und 450 Aussetzvorrichtungen gefertigt. Unternehmensleitung und Entwicklungschef Frank Horwege arbeiten eng zusammen. Gemeinsam optimieren sie die schwimmenden Retter nach Kundenwunsch. Was hier im Computer anschaulich dargestellt wird, landet kurze Zeit später in der Produktion. Zunächst wird ein Holzmodell für die Negativform erstellt. Die Freifallrettungsboote sind aus Glasfaserkunststoff. Dazu werden Glasfasermatten mit einem Zweikomponentenharz schichtweise verklebt. Gemeinsam mit dem College of Engineering and Science der Clemson University in den USA entwickelt die Familienwerft Hattecke diese Komponenten stetig weiter. Und man muss sich immer wieder schnell auf Entwicklungen einstellen können. Das heißt, wenn Produkte am Markt gefordert werden, dass man diese Erfordernisse schnell umsetzt und die Produkte für den Markt vorbereitet und auch dann herstellen kann. Und das ist letztendlich das Erfolgsrezept unserer vergangenen Jahre. Obwohl die Werft Spezialist für geschlossene, teilgeschlossene sowie Bereitschaftsboote ist, empfinden sie das Tempo der Marktentwicklung als rasant. Sie müssen reagieren, internationale Standards und Anforderungen erfüllen. Für Rettungsboote gilt, sie dürfen nur wenig Platz auf den Schiffen einnehmen, sollen ein Leichtgewicht sein und trotzdem über enorme Festigkeit verfügen. Hinzu kommt, dass Rettungsboote in der Kreuzschifffahrt zunehmend multifunktionell eingesetzt werden. Sogenannte Tenderboote dienen beispielsweise auch zum Übersetzen der Passagiere. Das mittelständische Unternehmen mit seinen 140 Mitarbeitern gilt als führend in der Branche und weiß, was machbar ist. Man hat im Laufe der Zeit eine gewisse Erfahrung gewonnen, wo man letztendlich genau weiß, was man umsetzen kann und was man nicht umsetzen kann. Ich vermeide es, Risiken einzugehen, aber wenn man sich neuen Aufgaben stellt, ist das jedes Mal eine Herausforderung. Aber die Innovation kommt letztendlich auch von unseren Kunden. Die Kunden sagen uns, was sie gerne haben möchten. Zum Beispiel, wenn ich nach einem Kundenbesuch im Auto sitze und 2-3 Stunden nach Hause fahre, dann geht einem schon durch den Kopf, wie man das am besten umsetzen kann. Peter Hattecke ist Bootsbauer mit Herzblut. Er ist bodenständig, steht zum Standort Drochtersen. Trotz Krise in der Handelsschifffahrt klagt er kaum. Joint Ventures mit den Chinesen lehnt er, im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern, ab. Er möchte die Kontrolle über seine Innovationen behalten. Das ist schwer, denn sein Hauptabsatzmarkt ist insbesondere Asien. Mehr als 5000 Hattecke Boote und Aussetzvorrichtungen sind auf den Weltmeeren im Einsatz. Tausende Besatzungsmitglieder vertrauen ihm. Sie besuchen in regelmäßigen Abständen die Werft, weil sie dort lebenswichtigen Service erfahren. Sie werden hier im richtigen Umgang mit der Technik geschult, wie diese Besatzung aus Neuseeland und Australien. At least when we go in the boat, we have to close the front hatch, included the ventilator. The ventilator has to be closed also. And at least we close the entrance door, we lock that one. And the driver can sit on the driver's seat and release the boat. Okay, and the next one. Rund 70% dieser Freifallrettungsboote gehen ins Ausland. Kostenpunkt inklusive Aufhängung ca. 100.000 Euro. Der Vorteil dieser schwimmenden Kunststoffkabinen, sie sind unsinkbar. Im Notfall heißt es einfach einsteigen, anschnallen und ausklinken, à la James Bond. Als im Januar 2001 der Schwergutfrachter MS Yard im Nordatlantik sank, retteten sich die 14 Besatzungsmitglieder erfolgreich in einem Freifallrettungsboot. Wenn Peter Hattecke seinen Gästen einen Flug mit dem Boot anbietet, sind die meisten doch ein wenig ängstlich. Der Flug? Nur ein kurzer Schreck, der Leben rettet, aber keine Angst macht. Angst hat Peter Hattecke an anderer Stelle. Also es macht mir im Prinzip Angst, wenn wir eine Situation in Zukunft haben, dass ich meinen Beschäftigten nicht mehr ausreichend Arbeit geben kann. Das heißt,
dass ich mich von einem Teil der Belegschaft trennen muss, wenn nicht genügend Aufträge da sind. Ich kämpfe da letztendlich für, dass wir unsere Mitarbeiter und auch den Belegschaftsstamm, wie er heute ist, halten können und der großen Familie, die sich hinter diesem Unternehmen verbirgt, letztendlich in Zukunft Brot und Auskommen bieten können.